whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute sprechen wir über die Brennerei Balvenie und da ganz speziell über den 12-jährigen mit dem Zusatz Signature. Nicht zu verwechseln mit dem 12-jährigen Double Wood, den ich bereits hier einmal verkostet habe. Und da habe ich Ihnen auch die gesamte Range der vielen, vielen, vielen Balvenie Single Malts vorgestellt. Der Balvenie Signature im Alter von 12 Jahren ist ein Single Malt, der noch nicht so lange auf dem Markt ist. Ich glaube, er erschien 2009 und er wurde kreiert zum Jubiläum des Malt Masters David Stewart in der Brennerei Balvenie. Und zwar von ihm zu seinen eigenen Ehren, weil ein 45-jähriges Jubiläum hat man nicht oft in der heutigen Arbeitswelt. Nun, David Stewart, glaube ich, war auch schon mal kurzzeitig in Pension. Da war es ihm aber langweilig, hat er wieder angefangen. Und zu unser Schaden ist es nicht. Dieser Single Malt ist wirklich etwas Besonderes. Und das zeigt dann auch Balvenie durch drei Fässer, die vorne auf der Dose abgebildet sind. Und zwar durfte dieser Single Malt einmal in First Fill Ex-Bourbon-Fässern reifen, dann in Refill-Bourbon-Fässern und als drittes in Oloroso Sherry Butts. Das ist nun nichts Außergewöhnliches, das machen alle. Bloß hier hat man halt einen hohen Anteil an First Fill Ex-Bourbon-Fässern und erstbefüllte Oloroso Sherry-Fässern. Und hier schreiben sie auch noch schön dazu, eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Die First Fill Bourbon-Fässer bringen subtile Vanille und Eiche und dazu eine gewisse Süße, eine Honigsüße. Die Refill-Bourbon-Fässer bringen eine delikate süße Note und Weichheit. Sie sind natürlich lange nicht mehr so geschmacklich aktiv wie die First-Fill-Bourbon-Barrels. Und als drittes die Oloroso-Sherry-Fässer, die stammen ja nicht aus amerikanischer, werden nicht aus amerikanischer Weißeiche gemacht, sondern aus europäischer Eiche und die bringen tiefe, reiche Früchte, das ist die Sherryfrucht, die Traube vom Sherry und eine subtile Würzigkeit, subtle spiciness. Ja, auf der Rückseite geben sie nur noch die fünf Old Craftsmanship-Chips an. Und zwar, sie verwenden einmal ihre eigene Gerste, weil Balvenie war und ist auch noch eine Farm. Wobei ich nicht ganz glauben kann, dass das für alle Single Malts aus der Balvenie oder Balvenie Brennerei noch gilt. Dafür setzen sie einfach zu viel ab, als dass sie das mit einer eigenen noch schaffen. Aber vielleicht ist für diesen Signature das tatsächlich noch drin. Dann haben sie ihre eigene Melzerei, Our Own Floor Maltings. Das ist bei Balvenie eine sehr schöne Sache. Da können Sie mal hier draufschauen. Wir haben die besichtigt mit den Floor Maltings. War eine tolle Sache. Habe ich Ihnen mal ein Foto eingeblendet. Also da wird von Hand gemälzt, aber auch hier glaube ich nicht, dass sie 100% schaffen. Dann haben sie ihren eigenen Coppersmith, also ihren eigenen Kupferschmied, der sich um die Brennblasen kümmert. Dann haben sie ihren eigenen Cooper, das hat jetzt mit Copper nichts zu tun, Doppel-P, ein O, Copper ist Kupfer und Cooper sind die Fassmacher. Sie können also ihre Fässer selber aufbereiten. Und dann our exceptional Malt Master, und zwar der David Stewart. So, diese Flasche ist gegenüber dem normalen 12-jährigen was Besonderes, auch in der Herstellungsweise. Der normale 12-jährige Double Wood wird erst in Ex-Bourbon-Fässern gereift und dann wird zur Nachreifung umgefüllt, meine ich wenigstens, muss ich nochmal nachlesen. Und hier wird praktisch eine Mischung aus diesen drei Fasstypen zum finalen Produkt hergestellt. So, beide sind 12 Jahre alt, aber der Signature, dem geht ein weitaus besserer Ruf voraus. Und da David Stewart selber seinen Namen für den Whisky hergibt und sich damit verbindet, wollen wir mal schauen, was er uns für uns zusammengestellt hat. Viel, viel intensiver in der Nase als der normale 12-jährige Double Wood. Oh, für einen 12-Jährigen ist da enorm viel drin.
Man spürt auf der einen Seite sehr starke Vanille, auf der anderen Seite einen ganz, ganz tollen Honig. Und dahinter kommt schon die Eiche. Zusammen mit Früchten. Offiziell heißt es, es wären Zitrusfrüchte, aber so frisch ist es für mich nicht. Da ist zu viel Sherryfass-Whisky mit drin. Die Früchte sind schon reich und voll, saftig. Prickelnd auf der Zunge, bisschen süß, trockener werden, jetzt wieder trockener, Zunge klebt ein bisschen am Gaumen fest, und dann kommt hinterher aus dem Sherryfass Gewürze, Nüsse und mein Lieblingsgewürz, ein Hauch Zimt. Der Abgang ist warm, wird immer länger, und jetzt zum Schluss spürt man die Eiche umso mehr. Wenn sich der Alkohol und das Prickeln abgeklungen hat, da bleibt die würzige Eiche zurück. Ein schöner, genialer Single Malt, der mehr hat, der kräftiger und voluminöser ist als der 12-Jährige. Aber muss man auch vorsichtig sein, wenn Sie jetzt den 12-Jährigen als so besonders weich und mild und süffig in Erinnerung haben. Dieser Malt ist weitaus kräftiger, weitaus intensiver. Und den Charakter eines milden, weichen Single Malts kann man ihm nun wirklich nicht mehr geben. Es ist ein intensiver, nicht brennender, kein pfeffrig scharfer, nein, ein voluminöser, intensiver Single Malt, der sicherlich einem Maltmeister viel Gefallen gemacht hat, weil er hier Fässer aussuchen durfte, die wirklich mehr Power hatten, die mehr Aussagekraft haben. Ich freue mich, wenn Sie sich danach umschauen. Im Moment, wir schreiben es ja noch 2010, kurz vor Weihnachten, und jetzt ist die Batch 3 draußen. Es wird dann natürlich auch ein Batch 4 und Batch 5 geben. Und damit sind diese Aussagen, die ich jetzt zu diesem Malt getroffen habe, immer nur so zu 80-90% zu übernehmen. Die einzelnen Batches werden sicherlich unterschiedliche Ausprägungen haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.